willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein ganz tolles Video. Viel Spaß. Doch, eigentlich ist es ein tolles Video. Es ist ein DM-Haul. Wahrscheinlich habt ihr es schon gelesen. Ich war vor längerer Zeit mal wieder im DM und ja, die Sachen haben sich hier angestaut, da ich irgendwie keine Zeit gefunden habe, das Video zu drehen. Aber heute ist die Zeit der Zeiten. What? Macht keinen Sinn. Ich bin so komisch heute. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Beruhigen wir uns jetzt mal. Ich glaube, wir fangen einfach gleich mal an, denn irgendwie stimmt was mit mir nicht und das wollen wir einfach mal überspielen und einfach weitermachen. Kommen wir zuerst zu so Basic-Sachen, die ich jetzt endlich aufmachen darf nach diesem Video, denn ich brauche unbedingt von diesem Ding wieder, und zwar Shampoo. Ja, meins ist leer, aber ich wollte es nicht aufmachen, denn ich wollte es so schön verpackt euch zeigen. Yay! Auf jeden Fall ist das das L'Vital Total Repair 5 Shampoo. Und wie ihr wisst, ich wechsle immer Shampoos. Ist nicht silikonfrei, sorry. Aber trotzdem ganz, ganz tolles Shampoo. Und ich finde, es riecht immer so gut. Und L'Vital hat auch immer diesen Geruch. Der bleibt auch nach der Wäsche noch da. Und das finde ich einfach so extrem cool. Und ja, endlich darf ich ihn aufmachen und meine Haare damit waschen. Wie gesagt, bevor wir zu den Schminksachen kommen, zeige ich euch die Basic-Sachen. Und zwar ist die zweite Basic-Sache ein Tuft Haarspray. Meine Haare sitzen nicht. Wait. So. Und zwar dieses Tuft Haarspray. Haarspray? Was ist los? Und zwar ist dieses Tuft Haarspray in der Stärke 5, in der Mega-Stärke 5 steht hier. Und ja, anscheinend soll das sehr gut sein. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal. Mir ist es eigentlich total egal, welches Haarspray ich habe. Bei mir halten eigentlich alle ganz gut, außer die Einer und die Zweier. Die sind bei mir wirklich recht schlecht. Aber ich glaube, bei jedem, weil die echt sehr, sehr, sehr schwach sind. Aber dieses hier finde ich, glaube ich, ganz, ganz gut. Soweit ich mich erinnern kann, kann man das auch sehr, sehr gut durchbürsten, nachdem man es drauf getan hat. Und man hat dann nachher nicht diese weißen Schlieren von diesem Ding hier. Das finde ich das eigentlich ganz, 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 ganz gut. Die nächste Basic-Sache ist ein Duschgel. Und zwar dieses hier von Palmolive. Palmolive, ja. Naturals. Ich mag diese Marke wirklich sehr, sehr gerne. Denn sie riechen immer so, so gut und ich liebe diese cremige Konsistenz auf meiner Haut. Ich werde, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, denn es ist ein Duschgel, nichts Besonderes. Die vierte Sache und somit, glaube ich, die letzte Basic-Sache. Nachher kommen die spannenden Sachen. Dranbleiben, Leute. Okay. Letzte Basic-Sache ist ein Batiste Trockenshampoo in schwarz und dunkelbraun. Ja, passt. Schwarz. Es ist eigentlich ein bisschen zu hell für meine Haare, aber irgendwie, es vergeht so ein bisschen. Am Anfang denkt man so, wow, oh, es sind helle Haare, aber es vergeht, es vergeht. Und falls ihr gemerkt habt, ich habe meine Haare wieder dunkel gefärbt. Eigentlich sollte es braun sein, aber irgendwie ist es schwarz. Und ja, dieses Batiste Shampoo ist der Knüller, der Hammer, der Beste. Nein, doch, er ist der Beste. 5 Euro ist er eigentlich ein bisschen teurer als die anderen Trockenshampoos, die ich so kenne, aber auch der Beste, denn er macht einfach alles richtig auf dem Kopf. Und ich weiß nicht, ich trage den meistens vor dem Schlafen auf und am Morgen, weil ja, ihr wisst ja, meine Haare waschen nicht so gut. Wenn ihr ein gutes Trockenshampoo braucht, Batiste. Gibt es auch im DM und auch im Müller. Gab es bis vor kurzem nicht, gab es nur im Douglas, aber jetzt gibt es den auch dort. Die nächste Sache, die ich gekauft habe, finde ich irgendwie ganz cool und ich habe es gesehen. Und zwar ist es dieses Home-Schild hier. Ja, ich kaufe Sachen für zu Hause im DM. Super. Nee, aber ich fand das wirklich echt cool und ich habe es mir so richtig vorgestellt, so in meiner Wohnung, so Home. Es gab auch Love, aber das Love hatte hier so komische Flecken und das war das Einzige. Und deshalb Home. Und das hat 2,85 € gekostet und das fand ich echt nicht teuer. Teuer, ja. Ja, das hänge ich mir, glaube ich, bald mal auf. Ich sollte mir eigentlich jetzt Weihnachtssachen kaufen, aber nein, ich kaufe mir solche Sachen. Die nächste Sache, die ich gekauft habe, bezieht sich auf meine Augenbrauen. Und zwar habe ich so Augenbrauenformer gekauft. Ja, ich habe
ein bisschen Angst von denen. Ich hatte das wirklich noch nie, weil ich habe meine Augenbrauen immer selber gekürzt mit der Schere und mit dem Augenbrauen ein bisschen. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es zu viel wegrasiert. Aber ich glaube, das kriege ich ganz, ganz, ganz gut hin. Vielleicht nehme ich euch hier auf Snapchat mit, wenn ihr darauf Bock habt. Also, falls ihr mir noch nicht auf Snapchat mitverfolgt, hier. Lies es und übertrage es auf dein Phone. Jetzt. Nur Spaß, Leute. Wenn ihr wollt, folgt mich. Ich poste jeden Tag irgendwas. Und ich habe ein sehr spannendes Leben, Leute. Bitte. Ja, Augenbrauenformer. Mal gucken, wie das wird. Vielleicht mache ich das auf Snapchat und mache es mit euch so den Live-Test. Mal gucken. Die nächsten zwei Produkte sind Kaltwachsstreifen. Zum einen habe ich hier diese Gesichtskaltwachsstreifen von Balea und die mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag die sogar lieber als die von Veet, wie auch immer. Weil die von Veet bereiten mir Kopfschmerzen. Nee, die bereiten mir keine Kopfschmerzen, aber ich kriege dann immer so rote Stellen überall und das brennt auch total nachher und bei denen irgendwie nicht. Deshalb liebe ich die wirklich sehr, sehr gerne für diesen Bereich. Wirklich. Ich brauchte wirklich mal neue, denn es sprießt nur so von Haaren auf meinem Gesicht. Yes. Die anderen Kaltwachsstreifen, ja, brauche ich für meine Oberschenkel. Seien wir mal ehrlich, im Winter ist es, finde ich, nicht so toll, jetzt mich jeden Tag rasieren zu müssen. Wer macht das schon als Frau im Winter? Ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr gute Alternative, denn bei den Oberschenkeln hält das bei mir wirklich sehr, sehr, sehr lange. Irgendwie 3 Wochen. Und ja, das ist besser. Es macht zwar weh, aber besser. Das nächste ist ein Wimpernserum und zwar von Alverde. Und zwar sieht das so aus, meine Kamera hat jetzt keinen Bock, die zu fokussieren, aber es gibt nur eine, deshalb sie ist weiß und steht Alverde drauf. Wow. Und zwar heißt sie noch, das war vielleicht noch gut, Lash Booster. Die macht man 1 bis 2 Mal täglich auf die Wimpern drauf. Momentan habe ich ja die von Catrice verwendet. Die hat was gebracht, aber die hat mehr so gebracht, dass einzelne Härchen total lang geworden sind. Guckt mal hier, die hinten hier bei mir sind total lang geworden und passen gar nicht mehr zur Proportion. Egal. Ich will das mal ausprobieren und wenn ihr ein Review davon wollt oder ein Review von mehreren Sachen von hier, dann schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das nächste, was ich habe, habe ich schon mal aufgerissen, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte. Und zwar sind das so Eisen, wie nennt man die, Portionen? Ne. Auf jeden Fall sind das so diese Säckchen mit diesem Eisen drin und das schmeckt richtig, richtig gut. Also ich habe es schon ausprobiert, denn ich habe ein bisschen Eisenmangel und auf so Tabletten kann ich echt verzichten. Die kann ich gar nicht abhaben. Deshalb finde ich das wirklich sehr, sehr gut und hilft auch. Ein Granulat, jetzt habe ich das Wort. Wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu diesen Tabletten. Und viele Frauen haben Eisenmangel, wie gesagt, unter anderem ich auch. Und deshalb braucht man das. Die nächsten 2 Sachen, die ich habe, sind Wimpies. Wimpy, Wimpy, Wimpies. Und zwar, die einen sind von Essence. Die mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil sie doch sehr natürlich sind, aber trotzdem sehr, sehr lang sind. Sie sind sehr, sehr einfach aufzutragen und ja, der Kleber hier drin ist eigentlich auch echt gut, der Essence-Kleber. Momentan habe ich den Duo-Kleber, aber denn, wenn man keinen tollen haben möchte, ist der Essence-Kleber wirklich sehr, sehr gut. Und die zweiten Wimpern sind ein bisschen extrem, ein bisschen sehr. Zwar sehen die so aus, spiegelt jetzt ein bisschen, aber sind recht voll und haben unten halt noch die einzelnen Wimpern, die so rausgucken. Wimpern kann man immer gebrauchen. Ich habe jetzt noch ein paar von Amazon bestellt. Mal gucken, wie die sind. Oh mein Gott. Egal. Gut. Ich lege sie weg. Das nächste Produkt ist ein Körperbutter. Zwar ist das von Alverde und das habe ich bei den Babysachen gefunden. Weißt du? Ich muss jetzt aufreißen. Das muss jetzt einfach sein. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das riecht. Hey, komm. Komm jetzt. Oh. Oh mein Gott, das riecht so gut. Nach was? Ich weiß es nicht. Milde Malve. Pflegt wohltuend. Mama Glück. Das riecht wirklich gut. Aber es ist ein bisschen teurer, glaube ich. Irgendwie 4 Euro. Also ja, immer noch nicht teuer, aber ein bisschen teurer als sonst. Aber
Ich liebe so Körperbutter, vor allem im Winter pflegen die echt besser als solche Bodylotions. Und deshalb musste dies mit. Als nächstes musste einfach wieder mein Pinsel her. Ich bin echt überbelichtet. Überbelichtet, Mensch! Ja, egal. Habe ich mir hier einen Pinsel gekauft, den habe ich schon etwa 3-4 Mal. Aber ich liebe diesen Blenderpinsel von Eberlin. Der ist wirklich echt gut und echt weich und man kann nie genug von denen haben. Dann habe ich den besten Concealer auf Erden gekauft und zwar der Fit Me Concealer von Maybelline. Den habe ich jetzt wirklich schon zum 4., 5. Mal nachgekauft und der ist echt wirklich so gut, wirklich. Und ich kenne keinen besseren. Auch die teuren finde ich nicht so gut wie den da. Und zwar mache ich den immer am Morgen drauf und lasse den 10 Minuten einwirken. Und wenn du dann mit dem Beauty Blender oder mit einem Blenderpinsel drüber gehst, dann perfekt. Einfach perfekt. Das sieht einfach so gut aus und ja, hält auch wirklich sehr, sehr lange. Und dann gehe ich meistens auch noch mit dem Fixierungspuder von Essence drüber und hält den ganzen Tag. Das nächste ist auch das beste Produkt auf der ganzen Welt. Und zwar ist es der Eyeliner von L'Oreal, der Superliner Perfect Slim. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Aber wirklich der beste. Der ist so präzise. Und kennt ihr das bei Eyelinern, wenn sie immer so stocken beim Ziehen? Das hasse ich. Und der zieht wirklich bis ans Ende der Welt, zieht der Strich. Nee, aber ist wirklich sehr, sehr gut. Dann noch ein Lip Liner von dieser neuen Marke von Trend It Up. Ich habe schon mal einen, der ist den gehypten, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der Nude Tone sozusagen. Und der da ist, der hat gar keinen Namen. 080. Dann habe ich unbedingt noch einen Kajal gebraucht. Und dann habe ich den hier von P2 genommen, weil das sehr spannend aussah, weil er hinten noch so einen Verblender-Bobble hat. Bobble, Bobble, Bobble. Okay. Auf jeden Fall brachte ich wieder mal einen Kajal. Der war so der erste, der mich angesprungen hat. Wow. Wow. Das war's jetzt auch mit dem Video. Und zwar war das Video echt sehr, sehr, sehr chaotisch. Das tut mir sehr, sehr leid, denn irgendwie bin ich voll komisch drauf heute. Ja, dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz, ganz tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.